Hallo zusammen. Wir haben uns jetzt schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Hat verschiedene Gründe, unter anderem der kleine Nachwuchs hier bei uns dabei. Sieht man jetzt schlecht. Der hält jetzt sein Mittagsschläfchen. Deswegen nutzen wir diese Pause, um ein bisschen kreativ auch mal wieder tätig zu werden. Ansonsten war letztes Jahr eigentlich noch viel los. Unsere Familien waren alle mal zu Besuch, da im Sommer. Und jede Menge Besuch. Auch ja, im Sommer und auch zu Weihnachten, Silvester hatten wir nochmal die Familie hier. Im Herbst auch. Genau, ja, ich bin 40 geworden. von dem her waren da auch alle Familien da zu Besuch. Hauptsächlich auch Schwangerschaft, viel Vorsorgeuntersuchungen, viele Planungen, weil wir auch im Schweden uns ein bisschen recherchiert hatten, weil ich nicht ins Krankenhaus gehen wollte, möchte. Ja, wir in Deutschland war es ja, war mein Geburtshaus. Das Geburtshaus. Und sowas gab es ja aber nicht, und deswegen mussten wir uns hier ein bisschen recherchieren. Aber wir haben jede Menge für euch lernen dürfen. Und das können wir euch auf jeden Fall hier auf unserem YouTube-Kanal in den nächsten Videos dann wieder weitergeben. Genau, ansonsten die aktuellen Geschehnisse sieht man eher auf Instagram. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr mitbekommen. Genau. Da also könnt ihr auch gerne mal gucken auf unser Profil, vor allem bei dir ist viel mehr aktives Zeug drin. Genau. Ja, ansonsten, was haben wir noch projektemäßig? Haben wir noch was draußen weiter gestartet? Vielleicht weiß es der ein oder andere von unserem ersten Roomtour-Video. Da haben wir es nicht ganz gesagt. Da haben wir es nochmal ein bisschen angeteasert, was daraus wird. Mal gucken. Anbau wird. Genau, das ist, und zwar wird das mal noch ein Gästehaus bei uns in dem Nebengebäude. Da ist schon richtig viel passiert. Da ist einiges passiert, auch die letzten Monate, ja. Wird jetzt aber noch fertiggestellt, die nächsten Monate, damit dann auch die ersten Gäste kommen können. Genau, ansonsten... Bis jetzt durften immer meine Eltern testen. Dürfte die Familie mal probe wohnen, ja. Genau. Und ja, das wird jetzt auf jeden Fall auch noch fertiggestellt, die nächsten Wochen. Bis Monate. Könnte man mal ein bisschen länger dauern. Mal schauen. Und ja, dann schauen wir. Ja, mit unserem Würmchen soweit alles gut. Geburt wie geplant zu Hause verlaufen. War dieses Mal eine Hausgeburt? Eine Hausgeburt, genau. Ist hier ein bisschen ein Sonderfall hier in Schweden. Die meisten gehen ja tatsächlich ins Krankenhaus. Wir haben uns hier private Hebammen kommen lassen. Dadurch haben wir uns den Stress mit der Fahrerei erspart und du konntest in gewohnter Umgebung zu Hause dich entspannen. Stressfrei. Genau. Ja, gibt es sonst noch was, was wir noch in diesem kurzen Video mal noch einbringen wollen? Ja, es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen mehr zur Schwangerschaftsvorsorge in Schweden berichten. Auch wie es dann mit der Hausgeburt war. Da haben auch ganz viele über Instagram gefragt. Es ist immer in der Story ein bisschen zu viel zu erzählen. Und hier hat man doch ein bisschen mehr Zeit, um das rüberzubringen. Und ja, ansonsten haben wir auf jeden Fall noch einiges geplant, was wir hier wieder euch mal wieder mitnehmen wollen. Ja. Und dann hoffentlich lässt uns der Kleine hier wieder regelmäßiger arbeiten. Genau. Und euch den Content drehen. So. Na gut, dann. Ansonsten bis zum nächsten Video. Genau. Hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßiger. Falls ihr noch nicht folgt, gerne folgen. Wir freuen uns über jeden Like. Genau. Und bei Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare. Also bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss. So ein frisches T-Shirt an? Nein, das könnte ein bisschen angespuckt sein.